Oh, hallo meine Lieben, zum allerersten, ja, richtigen Video, also kein Livestream, zum ersten richtigen Video aus dem Schrebergarten. Eine schweißtreibende Angelegenheit heute. Heute klein bisschen Aufbau, wir haben hier oben mit der Markise angefangen, da sind wir immer noch am Tüfteln, wie das Ding richtig hingehört. Alex ist auch da. Ja, dann wollen wir das Dach vermessen. Stativ habe ich übrigens auch dabei von der Cam. Also da steht die Kamera nachher drauf. Bloß jetzt war kurz für Pause angesagt. Ja, und ein paar Kleinigkeiten habe ich schon mitgebracht. Schon mal den ersten Dutch-Ofen, den ich im Keller gefunden habe. Der Dutch auf dem Tisch ist mit hier, steht da hinten, ja, und Klapper habe ich dabei, die anderen Klappgrills alle, und in den Boxen sind Getränke und Fleisch. Erwartet heute nicht zu viel vom Grillen, es ist Fertigware, die aber auch lecker ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dazu was Frisches. Ja, und da basteln wir nachher dann, wenn wir hier erst einmal Markise soweit aufgebaut haben und das Zeug. Dann basteln wir uns was zum Essen. Ja, und das dürft ihr natürlich nachher mit angucken. Ja, ich lege jetzt die Cam erst einmal nochmal auf die Seite. Wir machen noch ein paar Minuten Pause und dann geht es erst einmal mit der Markise weiter. Also, jetzt wird er so komische Ring weggemacht, dass man sich nicht allzu oft den Kopf noch haut. Nein, genau einmal. Ja, ich sage ja, das reicht. Dass man nicht allzu oft den Kopf noch haut, weil das macht nämlich Aua. Und was Aua macht, ist nicht gut. Ja, und ich denke, hier werde ich eine kleine Überdachung hinsetzen. Das wird die Grillecke werden. Genau. Da wird heute auch schon gegrillt. So. Nächste Szene kommt wieder vom Grilljunkie. Leute, ich schufte hier. Hab hier jetzt schon mal den Dutch auf den Tisch hingebracht. Da ist unser Grillzeug. Und was macht der Alex? Der hockt gerade mal am Biertisch dran. Aber trink Wasser. Ah. Ja. Eieieiei. So, die ersten Schritte haben wir jetzt für heute hier durch. Jetzt müssen wir nachher bloß noch ein bisschen Dach ausmessen. Zumindest eine Dachhälfte. Weil es kommt jetzt erst einmal auf eine Dachhälfte bloß Blech drauf. Die auf der Seite, wo wir jetzt hier hocken, die sieht noch relativ gut aus. Die hintere will ich bloß machen. Ja, und wenn wir das ausgemessen haben, wird drüben auf dem Dutch auf dem Tisch der Klapper aufgestellt. Auch wenn der Dutch auf dem Tisch, von hier sieht man es richtig gut, momentan total schief steht. Aber das wird sich alles mit der Zeit noch geben. Kommt Zeit, kommt Rad, kommt alles grad. Ja, genau. Ja. So machen wir das jetzt, oder? Machen wir Getränkepause. Also du Alex, Getränkepause, ich mache Zigarettenpause. Ja, ja, das mache ich nebenbei mit. Okay. Alex hat die Bierbänke aufgebaut und alles. Also hat ja, auch schon ein bisschen mitgeholfen. Ich war fleißig, ja. Behauptet er. Ja, wir machen jetzt Getränkepause, dann tun wir ausmessen und dann wird der Klapper aufgestellt. Und ja, ihr habt es ja vielleicht gerade gesehen, Stativ steht schon drüben, wenn wir das Grillen anfangen. Wir haben jetzt beschlossen, erst einmal doch zu essen. Haben wir ein paar Semmelchen, zwei Stückchen Kräuterbutter noch, ein Budapester-Salat, ein Ketchup, Grillbauchscheiben, fertig mariniert, Nackensteaks. Mein Gott, ist halt so. Dazu aber noch ein bisschen am Bacon und Paprika. Ja, die schmeißen wir natürlich auch noch mit auf den Grill. Und der steht hier.
Und auch noch meine alten Kohlen habe ich auch noch mitgebracht. Ich habe die ganze Kiste mitgenommen, wo sämtliche Klappgrills drin sind. Ja, und ich feuere ihn jetzt einfach an. Und nachher sehen wir uns dann hier wieder. Ja, mit der Spieße ein bisschen Erhöhung gemacht. Mal noch das Display drehen. Und ja, hauen wir drauf. Paprika auseinanderschneiden, die erste. Also irgendwann wird das Ganze hier ja noch auf alle Fälle ganz anders ablaufen, aber jetzt fürs erste Mal, denke ich, ist das vollkommen in Ordnung. Schön, geil, gefällt mir, freut mich. Ja, fertig. Köln. Einfach alles ein bisschen anpusten und fertig. Ohne viel Schickimicki heute. Also die Kohlen habe ich ja bloß hier im vorderen Bereich. Der Bacon dünstet einfach bloß so vor sich hin mit. Schmeißen wir auch einfach da hinten mit drauf. So lecker kann einfach sein, Leute. Ja, wird schon warm. Paprika sind gleich soweit. Die 6 dann auch bald. Ich glaube, die hole ich runter jetzt, die Paprika. Bacon hier nehme ich noch schnell Feuer. Ein bisschen zumindest. Ach ja, und wen es interessiert, Dachfläche ist lang, ich glaube 466. Und breit. Hoch 466 und Breite 4,10 Meter. Genau. Längs nach oben 4,66 und Breite 4,10 Meter. Also ich weiß jetzt genau, wie viel Dachplatten ich brauche. Kommt natürlich auf die Größe drauf an. Da muss ich nochmal genau gucken, welche ich mir jetzt bestelle. Und wenn alles gut geht, Leute, können wir schon nächste Woche das neue Dach drauf machen. Und das ist eigentlich mein Plan. Fertig grillen. Hört sich das Ganze jetzt noch ein bisschen tiefer.
haben wir die auch gleich fertig. Dann kann sich jeder Stecksemmel basteln oder so, wie er es gerne essen tut. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüben am Tisch. So, dann eh. Nimm da die Hälfte runter. Okay. Ja. So. So, dann eh. So, und das kannst du jetzt essen, wie du lustig bist. Du kannst dir jetzt ein Stück Kräuterbutter noch mit draufhauen. Und bitteschön. Dankeschön. Übrigens, nächstes Steak liegt auch schon drauf. Bitte. Du kannst das Sämmelchen so dazu essen. Ich mach das ja richtig. Jo. Ich sag ja, kannst du essen, jo, wie du willst. Ja, ich mach das ja richtig. So wie du möchtest. So. Den Putz-Salat. Du Gewaltling. Hm? Bist du ein gewalttätiger Mensch? Ich will den Arm und Winkel verschlagen. Mmh. Ein guter Appetit. Danke. Und Leute, ich sag's euch. Einfach lecker. Die Steaks, die fertigen, können auch gut schmecken. Ich glaube, das wird jeder verstehen, wenn ich sage, bis es hier richtig losgeht mit den richtig geilen Videos. Das dauert jetzt natürlich noch. Aber so kleine Grillerchen jetzt, die werden wir, glaube ich, jedes Mal reinbringen. Ob es jetzt bloß so was Fertiges ist oder was selber vorbereitet ist, das wird man dann sehen. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Aber oftmals schaue ich gerade die Möglichkeit und die Zeit, immer alles selber zu marinieren. Richtig, richtig. Weil alles selber zu marinieren, das dauert da ewig. Hm? Und wenn du jetzt auf die Idee kommst und du hast Feierabend und du sagst, jetzt gehe ich raus. Das muss man natürlich auch bedenken. Ja. Und wir waren ja gestern extrem im Stress. Dass das alles geklappt hat hier. Und von daher haben wir ja gesagt, wir machen uns einfach ein paar fertige Steaks. Und ich sehe, ich muss da mal schnell an den Grill rüber. So, aber Leute, lecker ist es allemal. Es ist endlich wieder draußen gegrillt. Im eigenen Garten, ja. Das ist jetzt der Anfang hier. Und nachher zeige ich den Alex auch nochmal mit Vollicam. Dann kann er auch nochmal was dazu sagen. Ja. Ob wir die Bauchscheiben noch essen, keine Ahnung. Es liegen auf alle Fälle nochmal zwei von diesen Steaks auf dem Grill. Und die lassen wir uns jetzt zuerst einmal alle schmecken. So Leute, wir kommen hier langsam zum Ende. Eins habe ich ja hier im Video noch nicht gesagt. Ich habe mir heute schon ein Pflänzlein organisiert. Eine kleine Musa Basio. Ja, die, was ich gesagt habe, da drüben, das wird meine Bananenecke.
Aber auch da brauche ich erst noch eine Schaufel, um nicht zu sagen, die Schaufeln, was ich mir gekauft habe, wurden mir geraubt, wie so vieles anderes. Aber ihr wisst, was ich meine damit. Ja, und jetzt machen wir noch ein kurzes Zusammenvideo mit dem Alex. Die Markise hängt ja extrem schief da drüben, habe ich gerade gesehen. Aber ist mir wurscht, die lässt sich rein und rauskurbeln. Das passt so. Klappe räume ich nachher auch noch rein. Der bleibt nicht draußen stehen. Ja, und jetzt nochmal Kamera auf Stativ und dann quatschen wir nochmal mit dem Alex. Oh, Soderle. Alex, wie hat es dir gemundet? Das ist super. Also, du weißt ja, nur Fertigsteaks. Du, wenn ich das ganze Geld noch hätte, was ich an Fertigsteak schon gegessen habe. Ich glaube, dann hätte ich ein nagelneues Auto da standen. Oh. Ist die Frage beantwortet? Ja. Gut. Ja, auf die Schnelle, einfach lecker. Anders kann ich das gar nicht sagen. Aufwendigere Sachen werden mit definitiver Sicherheit hier noch kommen. Aber alles zu seiner Zeit, Leute. Lasst mal Zeit, macht keine Hektik. Bitte eins nach dem anderen. Bist du nächste Woche da, wenn das Dach kommt? Weiß ich nicht. Ich hau da eine in den Arm. Das weiß ich nicht. Das weißt du, dass ich mein Garage auch zu machen habe. Die interessiert mich nicht. Ja. Ja. Nächste Woche geht es auf alle Fälle weiter hier. Ich hoffe eben, dass mein Dach kommt, dass ich da was machen kann. Ja. Sonst Schrebergarten hier. Top. Ist in Ordnung. Von der Fläche her dürfte es vielleicht von der Grünfläche ein bisschen größer sein. Aber ich habe das auch gestern schon gesagt. Sei froh, dass es keine paar hundert Quadratmeter sind, weil so reichen ein paar Quadratmeter zum Meer. Ja, ja. Ich bin froh über das, was ich habe. Ich mache das Beste draus. Klein, aber fein. Wie gehabt, wir bleiben dabei. Ja, Leute, dann war es das jetzt mit dem ersten kleinen, aber feinen Video aus dem Schrebergarten. Ja. Und Maße haben wir genommen, gegrillt haben wir. Lecker gegessen, halbwegs aufgeräumt, Bierbank aufgebaut, den Dutch auf den Tisch aufgebaut. Es kann nur noch besser werden. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Ja, und das Wochenende bin ich ja eh unterwegs. Jo. Also, bis zum nächsten Mal, Tschaikowski. Ciao, ciao.